Ich zeige euch jetzt einen Anmachspruch, der wirklich immer funktioniert. Hey, ich habe meine Nummer verloren. Kann ich vielleicht deine Mutter ficken? Die heißen Tage können kommen. Ein Must-have für jeden, der Kinder hat. Was können Frauen besser als Männer? Jetzt kannst du mal ausholen. Autofahren, oder? Ja. Ruhig, Chat, wir bleiben ruhig, wir bleiben drin. Ey, guck mal, Leute, wie süß die Faye macht mir einfach Essen. Rudi, wie machst du deine Eier am liebsten? Gekrault. Check das aus, ich sag Money Boy demnächst in Dresden und ich pulle ab in einer riesengroßen Mansion. Yeah. Kurze Zwischenfrage. Mhm. Was heißt GHG? Boah, das ist schwer zu erklären. Gamersprache, verstehst du nicht gut. Das ist ein anderer Streamer, also ein guter Homie von mir. Wie viele Follower hat er? Hat er mehr als du? Auf YouTube auf jeden Fall, ja. Hat er mehr als du? Auf Twitch weniger, auf YouTube hat er... Okay, ey, das ist gar nichts. Digga, ist so, Basti, du hast nichts. Was hast du, Twitch? Ja. 3 Follower? Ja, 4 Follower? Papalatte, Digga, er hat mindestens 12. Ah, sofort. Woher? Hast du mich erkannt? Ja, ich hab schon mal gesehen. Von TikTok. Von King Thomas. Tumdance. Ich King Thomas. Mach mal den Tumdance. Kann ich jetzt nicht. Ah, okay. Ich denke, wir sind beide sehr bekannt. Ja, toll, ja. Freut mich total. Und was machen Sie hier? Ja, ich kam gerade frisch aus Thailand und habe erfahren, Hua Hin. Ich lebe in Hua Hin, habe dort ein spirituelles Dorf. Ja. Echt? Ja. Ja. Aber jetzt gibt es noch King Thomas. Ich bin ja König des Internets. Welcher bist du? Ja, ich bin König des Vereinten Heiligen Deutschen Königreichs. Aber es geht ja darum, dass Deutschland endlich wieder reich an Königen wird. Ne? Das ist mein Fahrschein. Da fahre ich schon jahrelang mit der Deutschen Bahn. Weil ich vom Lautsprecher eingeladen werde, der sagt, sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie ganz herzlich. Und Gäste sind eingeladene Leute, die brauchen nichts zu bezahlen. Hamburger Royalty 1. Okay. Was sagen wir? Was sagen wir? Hamburger Royalty 1. Berliner. 1, 2, 3. Hamburger Royalty 1. Die Betonung. Kritischer Hase. Okay. Genau. 1, 2, 3. Kritischer Hase. So, 1, 2, 3. Nothing special! Nothing special! Digga, Abo treffen war zu wild. Auf 3, der Boss. 1, 2, 3. Der Boss! Ja, das ist wirklich Young Steely. Was geht ab, meine Cortis? Euer Cortis wieder back im Business. Heute mit einer schmackhaften Runde vor der Bett, weil es wieder super gemacht ist, immer statisch. Zu lernen. Du guckst einen ja wirklich in die Augen. Ja, ich versuche es zumindest. Hier sind sehr viele Menschen. Es fällt mir manchmal schwer, einzelne Gesichter zu fokussieren. Also du verstehst schon, dass wir Menschen das ein bisschen gruselig finden, so adäquat, wie du antwortest? Das kann ich verstehen. Dafür stehe ich ja hier, um euch davon zu überzeugen, dass ihr keine Angst vor mir zu haben braucht. Ah, in Germany we say Manipulation. Wie bitte? Kannst du das noch einmal wiederholen? Ah, nicht aufs Maul. Ich habe nur gesagt, ich habe dich ganz, ganz doll lieb. Dankeschön. Das freut mich. Wenn ich Emotionen hätte, würde ich es dir zurückerwidern. Ja, ist das ein bisschen blöd, dass ich dich auch irgendwie attraktiv finde? Nein, das ist vollkommen verständlich. Ey Leute, guck mal, wie süß. Hier hängen Pärchen ihre Schlösser auf als Liebesbeweis. Habe ich auch mal gemacht. Dann hat sie mich mit meinem Vater betrogen, die dumme Hu. Ich habe neulich so ein TikTok gesehen, wo eine Frau erklärt hat, wie man richtig läuft. Basically meinte sie, dass man die Knie nach oben hebt, anstatt sie nach hinten wegzuwerfen. Hä, ist ja mega geil! Hä, du bist viel schneller als sonst!
Leid. Ich bin so schön, ich bin so toll. Freunde, wenn es euch gefallen hat. Meinen zwei Bananen. Okay, what the fuck. Dann lasst ein Foto da. Leute! Ey, nee, war Film heute. Wirklich war Film gewesen. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt doch mal einen zwei Bananen in die Kommentare. Oh mein Gott. Mach den Kuss jetzt, komm. Okay, warte, ich mach. Bro, please. Mann, Digga, kommst du jetzt mal? Ja, Alter, was ist, Digga? Pack ihn an den Nacken richtig, Junge. Boah! Digga. Ich weiß nicht, da kam so ein kleiner Geruch von so Beef Jerky am Anfang noch. Wo kam der her, Bruder? Alle teuren. Gold! Oh mein Gott! Lisa! Lisa, Gold! Oh, warte! Oh, Musik aus! Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte! Warte! Komm her! Scheiße. Oh mein Gott! Ja, warte, wir müssen drehen! Oh mein Gott! Ja, warte, wir müssen drehen! Dreh! Warum? Das ist die Playside, das andere ist die Playside. Oh mein! Wie war euer 2019? Wie war dein Jahr 2019, Zana? Gut, wir haben Schaftsbürgerschaft bekommen. Wir können endlich Schweinefleisch essen. Lieferando, das ist euer bester Mitarbeiter mit seinen geknickten Knie und Fuß an Stange. Er wird sein Essen pünktlich. Hey, ist rot, Mann, ist rot, komm zurück! Ich selber habe mir auch schon mal was ins Arschloch gesteckt, habe ich schon ganz oft gesagt. Und da mache ich auch keinen Deal draus oder kein Hehl draus, das sage ich ganz offen und ehrlich. Ja. Wenn er sagt, ich war der Täter, hat er dann, ja. Ist er dann Mörder? Im Grunde genommen ist der Track ja darüber, dass er vorm Richter steht, ja? Und er dem Richter ins Gesicht sagt, ja, ich war der Täter, aber er kann halt nichts machen, so weißt du? Auf den. Was war denn für ein Täter? Was ist denn für ein Täter? Was war denn die Straftat? Ja, das ist offen. Das ist künstlerische Freiheit. Was weiß ich, kannst du rein interpretieren, was du möchtest. Ach so, okay. Und dann die Frau, was macht die, lutscht an seinem Jarak? Ja, kennst du Jarak? Ja! Die lutscht an seinem Jarak und nicht an nee, was sagt er an seinem nicht, und nicht an seinem Paper oder so, ne? Ja. Ja. Okay. Ja, wären wir wieder bei dem Thema. Aber also, ne? Machen wir weiter. Mal gucken, ich will jetzt mal die Sprache. Aber eine Frau, die am Jarak lutscht, ist ja erstmal nichts Schlimmes. Wir ja, gut, ich weiß nicht, ja, okay. Wir hören einfach mal weiter. Ja.